Eicheln lösen? Ja, allerdings in diesem Fall steht mal noch ein blödes Quadratzeichen. Oder es könnte ein anderer Exponent dran stehen. Was mache ich dann? Naja, gucken wir es uns mal gleich am Beispiel an mit konkreten Zahlen. Dann geht es wahrscheinlich am einfachsten. So, was mache ich hier? Ich gucke einfach und sage, oh Moment, erst Klaps rückwärts. Ne? Klaps rückwärts, also Klammerpunkt Strich, Strichrechnung zuerst, plus 3. Dann steht hier x² ist gleich 25. So, wie kriege ich das Quadrat weg? Das Gegenteil vom Quadrat ist das Wurzelziehen oder Radizieren. Also sage ich, okay, jetzt mal ausführlich. Die Wurzel aus x² und die Wurzel aus 25. Ne? Ich mache es auf beiden Seiten. Ihr werdet diese Zeile dann später weglassen können. Denn die Wurzel aus x² ist wieder x und die Wurzel aus 25 ist 5. So, Achtung! Eigentlich muss ich sagen, es ist plus minus 5, denn minus 5 mal minus 5 ergibt auch plus 25. In der Praxis ist das dann aber nicht ganz so wichtig, insofern nicht wichtig, weil negative Längen wird es noch nicht geben. Naja, Antimaterie vielleicht. Ne? Gut, machen wir das Ganze mal hier. Oh, hier habe ich zwar keinen Klaps rückwärts anzuwenden, aber es stört erstmal Pi, also durch Pi. Dann steht hier auf der nächsten Zeile a durch pi, a wie Area, die Fläche, ne, ist gleich klein r Quadrat. Hier könnte auch a Quadrat, x Quadrat irgendwo stehen. So, gut, also auf beiden Seiten die Wurzel zieht, dann ergibt sich die Wurzel aus a durch pi ist gleich, ach je, dann kann ich es mir gleich sparen. Ne? Bevor ich hier nochmal schreibe Wurzel aus r Quadrat, lasse ich es. Gut. Ich hoffe, das geht bis dahin. Jetzt kommen wir mal zu einem Praxisbeispiel aus der Physik, auch aus der Mathematik. Es wird euch immer wieder so vorkommen. Ich habe das mal ein kleines bisschen vorbereitet. Was ist, wenn ich die Mantelfläche und die beiden Kreisflächen zusammengezogen, also die gesamte Oberfläche einer Büchse oder eines Zylinders haben will? Dann sage ich, okay, ich stelle erstmal die Formel aus, und zwar die Oberfläche AO ist gleich einmal die Mantelfläche. Das abgewickelte Ding hier außenrum ist der Mantel und zweimal die Kreisfläche zusammengezählt. Ich fange an mit Klaps rückwärts. Ne? Erstmal stört mich A Mantel, also minus A Mantel. Dann steht schon mal AO minus A Mantel ist gleich 2 mal A Kreis. Ich teile durch 2. Dann steht hier, Achtung, und jetzt kommt auch ein Vorteil, weshalb das ganz gut ist, mit Bruchstrichen zu schreiben. Da kann man sich nämlich dann auch Klammern sparen. Das alles durch 2. Alles auf einem gemeinsamen Bruchstrich und dann durch 2 bedeutet, als wenn ich hier eine Klammer drum gesetzt hätte, ist gleich a Kreis. Was aber, bis dahin geht's noch, was aber, wenn a Kreis sieht so aus, Pi mal r Quadrat. Ja, dann muss ich wieder so ähnlich wie hier oben weitermachen. Also, ich ersetze das mal, damit das besser sichtbar ist und sage, okay, das ist ja Pi mal r Quadrat, dann sage ich, naja gut, ist auch nicht schlimm. Also, in diesem Fall sage ich einfach erstmal durch Pi. Jetzt steht hier AO minus A Mantel geteilt durch 2. Und da ich auch noch zusätzlich durch Pi teile, muss das Pi unten drunter unter dem Bruchstrich. Durch 2 und Pi könnte man auch sagen, ist r Quadrat, ach was. Da ich ja weiß, dass ich jetzt hier als nächstes die Wurzel ziehen werde, kann ich das sogar mal in einem Schritt machen. Ich darf bloß nicht vergessen, hier die Wurzel über alles zu ziehen. Das heißt, man rechnet den ganzen Kram, was hier unter dem Bruchstrich steht, erstmal aus, zieht dann die Wurzel und dann hat man schon R. Ich hoffe, das ist verstanden und das genügt jetzt erstmal zur Erklärung. So ist das immer. Oh, das war aber nicht schön jetzt. So ist das immer wieder. Ich rede jetzt nochmal ganz bewusst ein bisschen länger, weil ich dann hier noch Links einfügen werde. So, und die führen dann zu den entsprechenden MOOCs. Gut. Na denn, jetzt kommt auch noch der Link zum Übungsvideo. Bis dahin erstmal Stopp.